Ja, moin Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge hier bei Mein Club Manager. Und ja, wir sind schon ein wenig vorangeschritten. Bei mir ist es jetzt gerade Dienstagnachmittag bzw. Abend und das Abendspiel steht an. Das heißt, 11 von 14 Spielen haben wir jetzt schon gemacht. Ich kann euch auch mal hier die letzten Spieltage anzeigen. Ich glaube, wir waren ja hier bei diesem Spiel, waren wir noch live dabei. Sonst gab es noch... Oder ich muss gerade mal gucken, 2-0, da haben wir die Tabellenführung übernommen. Das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge gehabt. Dann Sonntagabend FC Tinnum gegen die Mannschaft, die wir hier verloren haben am Anfang. Und jetzt heute Morgen ein sattes 5-0 gegen FC 0815. Nee, gar nicht, das war gestern Abend. Dann FC Homeboy, also auch hier 4-2 gewonnen. Und jetzt steht das drittletzte Spiel an. Also Hamburger SV steht hier uns bevor. Wir sehen, ja, das Logo, was ich hier gemacht habe, das hat ganz schön lange gedauert, bis es so saß. Ja, wir haben noch hier Hamburger SV, dann haben wir noch Hertha BSC und SG Einheit vor uns. Und wenn wir auf die Tabelle schauen, Hamburger SV, Hertha BSC, SG Einheit, also jetzt geht's hier wirklich ans Eingemachte. Wir müssen zusehen, dass wir bis zum letzten Spiel gegen SG Einheit am besten unseren Vorsprung beibehalten. Und durch die Tore sollte uns eigentlich auch bei einer Niederlage nichts mehr passieren dürfen. Also, das sieht aus, als wenn wir hier den Platzierungsbonus von 100 Golden Balls mitnehmen können. Ich habe auch so ein bisschen in die Mannschaft investiert. So, wir sind auch hier fleißig am Ausbauen. Die Dinger hier habe ich teils dann auch schon jetzt auf Stufe 3 gemacht, so dass es dann auch weiter erst dann mit Ligastufe 8 gibt. Aber da ich sowieso hier gerade den Mannschaftsbus noch ausbaue, geht das derzeit sowieso nicht. Ja, das Stadion ist auch noch auf Stufe 3 überall. Das werden wir dann auch erst in Liga 8 weiter ausbauen können. Zu der Mannschaft... Da habe ich nochmal so ein paar Spieler zugekauft. Ich muss auch aufpassen, dass ich hier die Spieler, die ein bisschen älter werden, er hier zum Beispiel, der ist wirklich noch ziemlich gut, der macht auch viele Tore. Aber man muss halt gucken, mit 30 gehen die dann teils ablösefrei, beziehungsweise da kann man die nicht mehr verkaufen, dann sind die nur noch einen wert. So wie hier unser Ersatztorhüter zum Beispiel, der ist schon 30, der wird nur noch für einen Coin dann gehen. Die anderen, da sieht es dann eigentlich noch ganz gut aus. Hier und da haben wir mal wirklich ältere. Er hier zum Beispiel, da muss man dann rechtzeitig zusehen, dass man die dann verkauft. Aber bei 14.000 Coins lohnt sich das schon fast auch gar nicht. Wir können ja mal auf unsere Aufstellung sehen. Ich habe den Kader nochmal so ein bisschen breiter gemacht. Es sind einige neue Spieler gekommen. Wir haben jetzt insgesamt 6 vernünftige. Ja, 35, okay, das ist teils ein bisschen knapp. Aber sonst haben wir eigentlich 6 vernünftige Stürmer, das heißt, wir können hier immer wirklich wechseln, sodass die jetzt spielen und im nächsten Spiel dann wieder die anderen und dann regenerieren die immer wieder schön hoch. Also dann haben wir hier schön die blauen Punkte, die gelben, das ist ja quasi so, dass die gerade das letzte Spiel wahrscheinlich da mitgemacht haben und ja, da geht dann einfach so ein bisschen frische Flöten. Ja, im Mittelfeld sieht es auch gut aus, da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist eigentlich noch zu wenig. Wir müssen halt gucken, wollen wir mit 4 Mittelfeldspielern oder lieber mit 4 Verteidigern, also 3-4-3 oder 4-3-3. Derzeit habe ich so gemacht, dass im Mittelfeld jetzt 4 Leute spielen. Da können wir auch mal raufgucken. Auch hier habe ich welche gekauft, dass wir da so ein bisschen Breite haben. Davor hatten wir, glaube ich, nur irgendwie 13, 14 richtig gute Spieler. Mittlerweile ist eigentlich unser ganzer Kader ziemlich gut. Also der Hölzel hier, okay, 27, der bildet hier den unteren Wert, aber der ist ja auch erst 21. Ansonsten sieht das eigentlich so ganz vernünftig aus. Und ja, bei der Verteidigung eigentlich so ähnlich wie beim Sturm oder auch beim Mittelfeld. Hier haben wir 6 vernünftige Spieler, also die haben hier Werte von 33 am unteren Ende bis hoch zu 76. Cardo Nino, den habe ich, glaube ich, mal für ein paar Golden Coins gekauft. Wenn da ab und an mal Spieler sind, die dann irgendwie so 15 Golden Coins kosten, schlage ich da auch zu. Ja, unser Torwart Quade, den haben wir eigentlich schon ganz lange. Und der muss auch nicht unbedingt ausgewechselt werden. Ja, daher der Ellermann wahrscheinlich dann nach den, am Mittwochabend dann abhaut, weil er 30 ist.
Da werden wir dann nochmal einen Ersatz holen müssen, damit der hier nicht zu viel immer zu tun hat. Ja, Aktionskarten habe ich hier auch mit reingenommen. Wir können ja auch mal ganz kurz gucken beim Gegner. Sehen wir es. Ach, guck, der hat hier richtig Gas gegeben. Der hatte heute Morgen war noch bei 300. Irgendwo bei 300 rum. So, ich werde eben nochmal ganz kurz gucken. Haben wir hier noch irgendwie einen goldenen, den ich verpasst habe? Nur im Tor. 76 und der ist auch richtig teuer. Also so eine teuren Spieler, die kaufe ich mir dann auch gar nicht. Aber wir müssen nochmal gucken, weil der will unbedingt gewinnen, der Gegner. Dann gehen wir eben nochmal ganz kurz in die Aufstellung. Aktionskarten. Ja, nehmen wir am besten hier silberne mit rein. So. Und fieses Tackling. Zack, übernehmen. Einsatz. Können wir ruhig ein bisschen höher machen, damit wir ebenbürtig sind. Und dann kann es auch losgehen hier. Ein Topspiel steht uns bevor. Er ist sogar vom Basiswert ein bisschen besser. Moral, beides gut. Frische ist gut. Einsatz, da hat er ein bisschen mehr. Ausrichtung, Fans, da sind wir wieder im Bonus, im Vorteil. Und es ist ja auch ein Heimspiel. Das heißt, wir bekommen ja nach dem Spiel hier auch wieder ein bisschen Geld. So, jetzt wollen wir natürlich zusehen, dass wir dieses Spiel hier auf jeden Fall gewinnen, damit wir auch unseren Vorsprung in der Tabelle halten. Ja, drei Punkte Vorsprung haben wir ja. Vielleicht gibt ja hier der SG Einheit, der direkt hinter uns ist, ja auch nochmal was ab. Aber wir wollen hier auf jeden Fall dieses Spiel gewinnen. Ich werde hier dann auch Karten einsetzen, je nachdem. Wir haben ja hier zwei silberne und zwei bronzene. Und wenn wir müssen, dann werden wir die auch einsetzen. Aber ich glaube, ich fange erstmal mit den bronzenen Karten an. Ja, derzeit noch nicht so richtig viel los. Wir haben, glaube ich, die hellblauen, das hellblaue Trikot. So. Da waren wir eben so ein bisschen im Angriff, aber es ist wirklich kaum los, kaum was los. Also es sieht so aus, als wenn es nicht viele Chancen geben würde. Und deswegen werden wir direkt bei der ersten Chance dann auch eine Karte einsetzen. Da werde ich dann auch zusehen, dass ich schneller bin als unser Konkurrent. Und dass wir dann das Spiel hier gewinnen. So, erste gelbe Karte für uns. Ist aber kein großes Problem. So, Achtung, jetzt müssen wir aufpassen. Ah, aber eine schöne Parade. Da konnten wir gar nichts einsetzen. Von daher haben wir Glück gehabt, dass hier kein Gegentor bei rumgekommen ist. So, gleich geht's in die Halbzeit. Wir können auch mal ganz kurz gucken. Verteidiger mit gelben Karten. Kirch, der hat einen Wert von 50. Da können wir ihn dann nochmal reinsetzen. Zack. Haben wir unsere Mannschaft nochmal ein bisschen verbessert. Ich will hier auch keine gelb-rote Karte bekommen. Ja, also nicht wirklich viel passiert. Eine Torchance für den Gegner hier in der ersten Halbzeit. Gucken wir mal, wie es jetzt in der zweiten Halbzeit aussieht. Ob wir da mal so ein bisschen jetzt was machen können. Oh, ein Freistoß gibt's. So, da werden wir auf jeden Fall hier gleich auf die Karte drücken. Zack, und da sollten wir auch Erster gewesen sein. Da habe ich sogar schon vorher ein bisschen angefangen zu drücken. Oh, und trotzdem geht der Ball rein. Das ist ja bitter. Das ist ja bitter. Also da haben wir unsere Verteidigungskarte gespielt, was die Verteidigung nochmal verbessert. Und zack, da gibt es trotzdem das Tor und da ist noch eine rote Karte an uns. Das ist natürlich doppelt bitter. Eieiei, das sieht ja nicht gut aus. Da müssen wir jetzt nochmal vollen Einsatz machen. Wie gesagt, wir haben hier noch zwei silberne Karten. Die müssen wir dann eigentlich einsetzen, wenn wir hier keine Niederlage kassieren wollen. Ein Unentschieden wäre auch schon ärgerlich. Aber gut. So, hoffen wir mal, dass wir hier jetzt nochmal auch selber nochmal eine Torchance bekommen. Bisher waren wir hier wirklich, ja, nur in der Defensive gefordert. Jetzt eine gelbe Karte für den Gegner. Aber hier, wir laufen hier auch so ein bisschen denn mit 10 Mann hinterher. Aber Kaiserslautern hat ja auch geschafft, hier am Montag in Unterzahl 0-2 hinten und dann noch 3-2 gewonnen. Von daher ist ja eigentlich alles möglich. Aber jetzt geht es auch langsam schon zum Ende zu. 80. Minute. Komm, wenigstens eine Chance. Torschuss. Schuss. Komm, Torriecher hier. Wenn wir können. Ja, komm.
Also, die silberne Karte ist aktiv und das muss doch eigentlich der Ausgleich sein. Jawohl, das ist das 1:1. Glück gehabt. Schönes Ding. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob er hier überhaupt aktiv zuguckt, ob der da auch gerade das Live-Spiel auf hat. So, haben wir noch eine Möglichkeit. Eine kleine Möglichkeit. Das Ding hier vielleicht noch zu drehen. 87. 88. Es sieht so aus, als wenn es 1:1 dann ausgeht. Jawohl, also 1:1 in der Schlussphase holen wir hier uns noch den Ausgleich. Ja, ansonsten eine rote Karte, aber immerhin, ja, kann man eigentlich mit zufrieden sein. Ist zwar schade, aber er hat ja auch wirklich eine gute Mannschaft. Oh, und er war auch live dabei. Also er hat sich das hier auch angeschaut. Ja, die 34.000 Coins, das sind quasi 20 Euro pro Karte, die hier unsere Fans im Stadion bezahlt haben. Verträge, das ist quasi das Gehalt, was man den Spielern zahlt. Und dann können wir mal gucken, Ausfälle hier, der Frost, der ist für 2 Spiele gesperrt. Aufwertung haben wir, der Altorino, der hat sich verbessert im Mittelfeldwert, ist jetzt nicht so wichtig. Und wir haben hier eine ganze Latte an Spielern, die sich regeneriert haben, alle, die nicht eingesetzt waren. So, dann wollen wir auch gleich mal schauen, was hat das denn eigentlich jetzt in der Tabelle gebracht? Ja, da haben wir jetzt natürlich unseren Vorsprung hier vor ihm gehalten. Der Hertha BSC-Spieler, der ist, ja, der kann uns nicht mehr gefährlich werden. Aber SG Einheit, der hat hier noch alle Chancen jetzt. Vor allem im direkten Vergleich. Das ist dann morgen Abend, also Mittwochabend, wirklich das allerletzte Spiel hier, Erster gegen Zweiter. Vorher muss er noch gegen FC Tinnum und jetzt quasi gegen SC Kapelle, da können wir gerade mal gucken. Ja, Tinnum ist Fünfter und Kapelle ist Letzter und zwar mit Recht. Ja, von daher, das wird interessant werden. Also der wird hier mit Sicherheit dieses erste Spiel gewinnen. Und dann ist er nämlich bis auf einen Punkt dran. Also da wird's dann eng werden. Dann dürfen wir uns auch keine Niederlage mehr im letzten Spiel leisten. Deswegen schade, dass wir hier nur unentschieden gespielt haben. Morgen müssen wir auf jeden Fall gegen Hertha dann gewinnen. Und danach dann ein Unentschieden. Und dann würde das auch noch ausreichen. Aber es ist kein Selbstläufer. Und ich glaube auch in Liga 8 und 7 und 6 und 5 und 4 wird es nicht unbedingt leichter werden. Wir können mal ganz kurz schauen. Ich kann für morgen früh um 10 Uhr ist dann nämlich das nächste Spiel. Das nehme ich dann nicht auf. Wenn, dann nehme ich dann das Spiel danach auf. Also wirklich das Finale dann. Das werdet ihr dann am Donnerstag sehen. Ich lade das dann immer einen Tag später hoch, 15 Uhr. Und da können wir jetzt schon mal hier so ein bisschen unsere Mannschaft für aufstellen. Ich nehme immer hier erstmal alle raus. Die mit dem blauen Punkt sind übrigens die, die frisch sind. So, so und so. Und dann fangen wir mal vorne im Sturm an. Also einmal der Swoffer. Dann haben wir noch hier einen blauen Punkt. Imelde, das ist hier einer, der war relativ günstig. Den habe ich gekauft. Und er hier ist auch nicht der Beste. Also das ist nicht die Top 11. Aber wir haben dafür dann die Top 11 beim Spiel dann wirklich beim Spiel gegen den Hauptkonkurrenten von uns, der jetzt aktuell noch Zweiter ist. So, dann wollen wir hier auch zu sehen. Das ist einmal hier auch 36, ist jetzt nicht der höchste Wert, 30 ebenso. Und dann müssen wir uns hier entscheiden, wen wir sonst noch nehmen. Es werden sich ja sowieso 3 Spieler dann erholen. Ich würde sagen, dann nehmen wir einfach hier einen von den 35ern und dann können wir sicher sein. Ja, wobei nehmen wir hier direkt den auch noch. So, in der Verteidigung, da haben wir ja einen eingewechselt, deswegen haben wir hier auch leider dann 4 gelbe Punkte, ist aber nicht so schlimm. Das hier sind auch eher mittelprächtige Spieler und dann muss ich gerade mal gucken, ihn sparen wir uns hier auf jeden Fall fürs Finale auf, also fürs letzte Spiel. 47, 42 macht eigentlich schon fast keinen Unterschied mehr. Deswegen nehmen wir den Poser. Und Ellermann im Tor. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu Larifari. Wir können auf jeden Fall das so machen, dass wir hier dann auch mit vollem Einsatz spielen. Auf Angriff gehen. Und dann werde ich gerade mal schauen, was hat der überhaupt für eine Stärke. Oh, der ist auch nicht so schlecht unterwegs.
Puh, also das wird interessant werden. Tja. Oder wisst ihr was? Nehmen wir doch den Quade. Tja. Ja, vielleicht nehmen wir doch nicht nur die schlechtesten Spieler, die wir haben, sondern vielleicht dann doch statt dem Poser nehmen wir dann vielleicht ihn hier rein noch. Der ist wirklich hier eine Kanone in der Abwehr. Und dann nehmen wir hier vielleicht dann auch nochmal. Also die blauen Punkte lassen wir auf jeden Fall drin. 35, dann nehmen wir den Spignal noch rein. Statt dem Alepin. Und hier beim Sturm haben wir auch noch einen gelben Punkt. Ah, nee, der ist gesperrt. Gelb, gelb, 51, 38. Das geht soweit. Ja, also, dann werde ich zusehen, dass wir morgen natürlich dann das erste Spiel direkt gewinnen. Und danach dann natürlich auch, wenn es nur irgendwie geht, dann auch das Abendspiel. Davon gibt es dann aber auch wieder ein Video auf jeden Fall. Ich mache hier jetzt auch extra hohen Einsatz. Die können sich gerne verletzen. Das wäre nicht so dramatisch. Das ist ja quasi nur unsere B11, die dann morgen spielt. Das erste Spiel. Und ja, wer weiß, hier mit den Wetten und sowas, da werden wir sicherlich auch noch ein bisschen Kohle machen. Und dann können wir vielleicht auch noch mal einen Spieler dazu holen. Wir können auch mal ganz kurz gucken. Hier, der Spicknall, der wird ja bald alt werden. Das sind denn aber auch Werte, die wirklich im Keller sind. Ich glaube, unser teuerster Spieler ist auch wirklich er hier. 74.000. Und der Rest ist hier wirklich überschaubar. Also das ist jetzt ja noch nicht die beste Elf. Ich glaube, in Liga 8 werden wir auch Probleme haben, wenn wir hier um den Titel spielen wollen. Also mit Aufstieg sollte das immer noch ganz gut klappen, aber naja, wir werden sehen. 306.000, das ist auch heftig. Also, ja, wir werden sehen. Das nächste Video gibt es dann Donnerstag 15 Uhr und da gibt es dann quasi das Saisonfinale. Ja, angemeldet sind wir sowieso. Und ja, da kommt dann das Spiel. Ich gucke gerade mal, gibt es hier schon ein Ergebnis von SG Einheit? Gibt es noch nicht. Ich kann euch das aber gerne in die Kommentare reinschreiben. Weil bis das Video hochgeladen ist, dann gibt es auch das Ergebnis. Also schaut mal ruhig in die Videobeschreibung. Da schreibe ich es rein, wenn ich es nicht vergessen habe. Ansonsten müsst ihr mich mal dran erinnern. Und ja, ich sag danke fürs Zuschauen, Leute. Würde mich über jeden Daumen hoch freuen und würde mich auch freuen, wenn ihr dann in der nächsten Folge wieder mit dabei seid, hier bei Let's Play, mein Club Manager und ja, unserem Verein. Bis dann.